Merhaba, hoş geldiniz, herzlich willkommen. Mein Name ist Tina Recknagel und mal wieder für und mit dem Deutsch-Türkischen Forum bin ich für euch unterwegs. Einige von euch kennen mich ja schon und wissen, ich bin Coach, Trainer und Beraterin in Stuttgart, aber nicht nur da, manchmal auch im Ländle unterwegs oder sogar auch überregional. Ja, und jetzt in diesen Corona-Zeiten sitzt man ja natürlich viel zu Hause und hat Zeit, euch, und darüber freue ich mich, etwas zu bieten. Heute unser Thema, souverän und sicher auftreten. Und das steckt ja schon im Wort, wir wollen auftreten, wenn wir vielleicht moderieren, präsentieren, einen Vortrag halten. Also gibt es natürlich heute einen Tipp für den sicheren Stand. Aber beim Moderieren, Präsentieren geht es ja auch um unser ganzes Mimik- und Gestikspiel. Das heißt, wir brauchen natürlich auch noch ein paar mehr Tipps. Vielleicht auch, wohin mit den Händen? Wo schaue ich denn hin, wenn ich da vor einem Publikum stehe? Vielleicht auch wie hier eine Kamera dabei ist. Jetzt in Corona-Zeiten, wo viel auf Webinare, Online-Seminare umgestellt wird, ist es ja vielleicht auch nicht uninteressant, wie kann ich auch im virtuellen Raum sicher auftreten. Aber vielleicht machen wir dazu auch noch ein weiteres Video. Mal sehen, wie ihr die Videos annehmt und wie eure Nachfrage nach all diesen Tipps ist. Also fangen wir mal an und arbeiten uns von unten nach oben durch. Die Körpersprache, was kann uns unser Körper vermitteln? Das heißt, ich stehe jetzt mal auf und möchte euch etwas aus dem Theaterbereich, was ich kennen und lieben gelernt habe, heute als erstes zeigen. Nämlich die sogenannte Kutscherhaltung. Es gibt ja Menschen, die stehen gerne so da, die können auch so unheimlich gut moderieren oder reden. Die wechseln dann ganz oft das Standbein oder ziehen sich schon zurück. Hilfe, ich will am liebsten, sagt der Körper, aus dem Bühnenbild verschwinden. Und da ist es nicht unbedeutend, wenn wir uns um eine gute Körpersprache kümmern, wenn wir uns unserer Fehler bewusst sind, unserer Körpersprache bewusst sind und an dieser einfach trainieren. Und das ist ja Part meines Daily Business, Trainings zu geben. Das heißt, ich möchte euch einfach jetzt zeigen, wie ihr das Ganze wirklich üben und trainieren könnt. Also, fangen wir an. Die Fußspitzen, bitte, Kutscherhaltung, zeigen nach vorne. Ihr wollt Projekte nach vorne in die Zukunft bringen. Manche stehen immer da wie Charlie Chaplin, wenn man sagt, lauf los, wo wollt ihr denn hinlaufen? Ja? Also, die Pinguine laufen tatsächlich so, wir aber nicht. Die Fußspitzen zeigen nach vorne. Ihr wollt Projekte, euer Leben in die Zukunft ausrichten, auf Knopfdruck etwas wirklich nach vorne bringen. Die Knie leicht locker am Anfang, das Becken wie beim Tanzen, wer es kennt, oder vom Sport nach vorne gekippt. Aufrechte Haltung, aus dem Brustbein wächst eine Blume und wie eine Marionette mit Seil am Hinterkopf. Nicht vorne, weil dann geht das Kinn hoch und wir gucken arrogant, sondern am Hinterkopf. Und jetzt ist Wirbel über Wirbel. So saß man früher auf dem Kutschbock, da wir nicht sitzen, ziehen wir uns jetzt also hoch und stellen uns hin. Und das ist schon das Ganze, die sogenannte Kutscherhaltung. Ihr steht am Anfang wahrscheinlich sehr steif und aufgeregt da und dann kann man das Ganze über diverse Wiederholungen trainieren. Ihr wisst ja, ich sage es immer, 30.000 Wiederholungen und auf der Festplatte ist etwas neu formatiert, sodass ihr das Wissen ab dann auch abgespeichert im Stress automatisch abrufen könnt. Das heißt, ich übe erst oben die Kutscherhaltung und unten lockere Beine, unten die Kutscherhaltung und oben lockere ich mich, dann gehe ich wieder komplett in die Kutscherhaltung und die muss eine Natürlichkeit annehmen, dass ich aus dem heraus sofort agierend handeln kann. Und ich finde immer wieder meinen Platz im Seminar, von dem aus ich präsentiere, moderiere. Das geht ganz einfach. So vermeidet ihr, dass ihr gewisse körperliche Fehlhaltungen habt. Ihr werdet instabil, ihr seid unsicher. Manche haben so Wackler, verlaufen ihr Thema, wissen gar nicht wohin. Aus der Kutscherhaltung heraus wirkt ihr sehr sicher, sehr souverän, könnt sehr professionell auftreten und es strahlt eine sogenannte Ruhe aus. Also Hausaufgaben, die üben.
Wie es schon weitergeht, seht ihr auch, meine Hände sind in der Kutscherhaltung beim Präsentieren, Moderieren offen. Auch das kann man trainieren, üben. Im Moment habt ihr vielleicht im Kopf, oh Gott, wohin mit den Händen? Ja, und dadurch ist euer ganzes Gedankengut bei diesen Händen. Also schauen auch die Leute und achten auf eure Hände. Mich interessieren meine Hände gar nicht. Ich muss wie der Kutscher Zügel in der Hand halten, lenken, leiten, etwas nach vorne bringen, nämlich mein Material, mein Wissen zu euch an den Mann. Ich bin kein Kofferträger, ich komme nicht vor, ich bin kein Dienstbote. Ich habe hier, sage ich, meine Schalen, in denen liegt das Wissen und das bekommt ihr. Aber wenn ich verschlossen bin, grenze ich mich ab. Auch das hat eine Körpersprache, eine Wirkung. Und vielleicht heißt es dann, ich bin nicht offen genug, ich bin unsicher, weil ich mich halten muss. Ich brauche Karteikarten, weil ich noch nicht sicher genug bin. Ich habe etwas zu verstecken und verheimliche etwas. Oder auch hier wieder, sie ist vielleicht unsicher. Das braucht es doch alles gar nicht. Die Hände gehören hierhin und aus dem heraus kann ich mit einer Betonung meinen Text unterstützen, lenken, leiten, verbinden, geben, was auch immer ich gerade rhetorisch brauche. Wenn jetzt ein Teilnehmer etwas sagt, dann gehe ich vielleicht auch ins sogenannte Freeze und nehme die Hände zurück, warte, bis der Teilnehmer gesprochen hat und komme dann sofort wieder zu mir und meinem Thema zurück. Aber das können wir trainieren. Ihr müsst nichts in der Hand halten für eure Unsicherheit. Meistens nehmen wir auch die falschen Dinge. Wir drucken an einem Kugelschreiber herum und sichern damit Unsicherheit, indem wir einfach Geräusche produzieren aus. Wir haben Karteikarten in der Hand, die wir einfach missbrauchen und gar nicht benutzen. Man sieht einfach, dass wir nicht so souverän und sicher sind, wie vielleicht der Vor- oder Nachredner. Das heißt, üben, 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 ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch ich habe das ewig, zum Beispiel in der Schauspielschule oder der Coach-Ausbildung, gelernt. Achtet auf eure Flügelchen, dass ihr die nicht ranklebt. Der ganze Arm ist locker, offen. Es darf euch nicht stören. Ihr bleibt bei eurem Thema. Konzentriert euch, moderiert, präsentiert, haltet euren Vortrag und merkt einfach, der Rest läuft automatisch ab. Übt! Viele vergessen das Üben. Im Theater nennen wir das Hauptprobe 1, Hauptprobe 2. Nach der Leseprobe kommt die Probenphase. Dann haben wir noch eine Generalprobe, wo dann das erste Publikum drin sitzt. Und dann gehen wir in die Premiere. Aber nach der Probenphase und vor der Generalprobe haben wir eine HP1 und HP2, eine Hauptprobe 1 und 2. Das heißt, viele Dinge habe ich ganz, ganz oft in meinem Leben geübt, damit ich sie automatisiert habe, damit mein Körper auf der Bühne weiß, was er zu tun hat, damit ich ein Gespür und eine Sicherheit dafür kriege, wann ich mich bewegen möchte und wann nicht, wo ich hin muss, dass diese offenen Hände für mich kein Thema mehr sind. Ja, und mittlerweile brauche ich mich nicht mehr ganz so arg vorzubereiten und kann schneller in mein Daily Business eintreten. Ich habe ja auch immer dieselben Themen, die ich referiere. Insofern brauche ich mich da nicht mehr so arg vorzubereiten. Aber bei neuen Themen mache ich genauso meine Hausaufgabe und mein Training, wie ich das jetzt euch nahelege. Gut, ich setze mich wieder ab und möchte euch noch etwas berichten über den Blick. Ob du jetzt im Webinar bist, sitzt oder wie gerade stehst. Achtet auf den Blick. Ob dort einer sitzt oder 100 oder eine Kamera. Wir schauen den Leuten immer in die Augen. Früher gab es vielleicht Regeln, schaut ihnen auf oder über die Stirn. Aber dann guckst du doch so gefühlt zwischen den Leuten durch. Ihr merkt ja jetzt auch, dass ich nicht mehr in die Kamera gucke. Das heißt, im Webinar, ich ignoriere die Gesichter von meinen Teilnehmern, die ich auf dem Bildschirm sehe. Da schaue ich ab und zu natürlich hin für Reaktionen. Aber überwiegend schaue ich in die Kamera hinein, so wie jetzt auch, weil ich will ja euch auf der anderen Seite erreichen. Auch das einfach trainieren. Es ist nicht immer leicht, mit einem nicht vorhandenen Publikum zu spielen. Aber ich hoffe, auf der anderen Seite sitzen jetzt Menschen, die sich über dieses Video freuen. Und die möchte ich von hier aus jetzt erreichen. Das ist meine Passion und da bemühe ich mich jetzt, ob mir das gelingt. Das wird ja wahrscheinlich in den Kommentaren oder bei YouTubes anhand der Likes zu finden sein. Aber
Ihr werdet hoffentlich merken, dass ich hier nicht irgendwie nur mein Zeug runterratte, in der Hoffnung, dass das irgendeiner hört, der es gar nicht hören will, sondern ich möchte mit euch in Kontakt treten, auch wenn ich euch gar nicht sehe. Und im Seminar, noch wichtiger, da sehe ich euch, da sind wir beieinander. Da ist es wichtig, dass wir immer mit den Augen beim Publikum bleiben. Und wenn ihr eine große Masse habt, dann sucht euch Menschen raus. Versucht sie alle abzuarbeiten, allen gerecht zu werden. Ich schaue von hier, von hier, von hier, von hier, alle einmal an. Wenn es in die Tiefe geht, von den Sitzreihen, dann gehe ich auch mal nach hinten. Und dann komme ich wieder zurück und fange wieder von vorne an. Jeder soll sich einmal angesprochen gefühlt haben. Ja, das sind Themen, die wir beachten können beim Umgang mit sicheren und souveränen Auftritten. Natürlich spielt auch der Dresscode eine nicht unwichtige Rolle. Auch dafür gibt es ganz tolle Kollegen und Kolleginnen auf dem Markt, die euch dazu etwas erzählen können. Vielleicht passt zu einem hellen Typ nicht so ganz kräftige Farben, weil man dann eher krank aussieht. Trotzdem, Farben bringen Freude rein. Vielleicht habt ihr Dinge im Schrank, die anders kombiniert richtig gut aussehen. Vielleicht kann man darauf achten, dass man bei einem wichtigen Gespräch mit einem schönen Blüschen oder einem Anzug doch besser dasteht wie mit Flipflops und verrotztem T-Shirt. Was macht meine Frisur, mein Make-up? Jetzt ist es heiß, Sommer. Vielleicht habe auch ich jetzt gerade Probleme und keine Klima an, weil die würde man auf der Kamera hören. Im Theater gibt es so eine Art Eispray, da kann man sich vorher ein bisschen das Gesicht besprühen. Oder wir haben Camouflage, Puder, dass wir immer mal wieder, wenn die Kamera läuft, in Drehpausen kurz abgepudert werden, damit wir nicht so glänzen. Da gibt es auch noch eine Menge Tipps und Tricks. Das heißt, es lohnt sich, wenn wir uns wiedersehen. Ich würde mich freuen. Bedanke mich für euer Interesse, hoffe, ihr habt wieder etwas Schönes mitgenommen, sage auf Wiedersehen, wünsche euch einen wunderbaren Tag und danke euch und dem Deutsch-Türkischen Forum, dass wir mal wieder beisammen sein durften und freue mich auf das nächste Mal. Macht es gut, eure Tina Recknagel.